Der Start, der ist ungefähr das halbe Rennen. Wenn du am Start, sagen wir, 500stel zurück bist, bist du automatisch, ob jetzt gut oder schlecht fährst, 1500stel im Ziel zurück. Das ist einfach von der Kraft her und halt von der Beschleunigung, das kriegst du einfach. Und deswegen ist auch der Start sehr wichtig. Also ich bin der Jürgen Loacker, komme aus Österreich, aus dem schönen Fradelberg, aus Götzis. Bin 37 Jahre alt und fahre seit 11 Jahren Bob. Im Vorfeld gehe ich die ganze Bahn durch, laufe sie in der Bahn rauf, präge mir die ganzen Lenkpunkte ein und das sollte dort alles im Hinterkopf abspielen. Also in der Bahn jetzt anfangen zu denken, was machen oder nicht machen. Das wäre schon verheerend. Ich versuche eigentlich viel auszublenden. Also Publikum oder die Trainer ringsum. Das versuche ich alles auszublenden und versuche mich einfach zu fokussieren auf das Ganze. Ich vergleiche das immer eine Art wie Achterbahn fahren. Achterbahn mal vier. Weil einfach A, die Geschwindigkeit, B, einfach du bist wirklich ziemlich nah an dieser Eiswand, wo es doch Beton ist, und rauscht einfach mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit darunter zu. Und dann einfach die Kombination dadurch, dass einfach alles zusammenspielen muss, um einfach auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kommen, das fasziniert mich dazu. Ich sage es immer wieder, das ist ungefähr wie eine Droge. Wenn du das erste Mal mitgefahren bist, dann bist du dabei. Also mir persönlich taugt einfach riesig, dass man auf ganz kurze Zeit seine optimale Leistung bringen muss. Also der Start, das Adrenalin, die Aggressivität, das gefällt mir irrsinnig gut. Und natürlich auch die Geschwindigkeit im Eiskanal, schon was Einzigartiges, und der Druck, den man da spürt. Das Aggressive am Start, die ungeballtene Kraft, da loszuwerden, dass der Schlitten so schnell wie möglich beschleunigt wird und anschließend in den Bob reinzuspringen und auch der feinfühligste Mensch zu sein, was es gibt. Und das fasziniert mich an dem Bobsport. Meistens bin ich bummvoll mit Adrenalin und zum Erleben gibt es da nicht so viel. Man versucht halt den Rhythmus der Bahn zu folgen, sich ordentlich festzuhalten und durch das, dass ich hier auf der 4 sitze, am besten im Ziel an zum Bremsen.
Ich würde eigentlich gerne mal rausschauen wollen, ja, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Aber sonst, nein, einfach, okay, Spannung, Spannung halten, Spannung, Spannung, Spannung und nochmal Spannung und dann unten einfach fällt dann wirklich eine Last dann wieder runter zu, wo man dann sagen kann, ah ja, okay, müssen da. Brems einfach, brems jetzt. Es geht ohne Technik nicht und es geht ohne Mensch nicht. Also ich würde sagen 50-50, aber das machen wir eigentlich alles selber, also mit meinem Team. Da werden die Kufen im Vorfeld geschliffen, einjustiert, der Bob poliert und versuchen ein gutes Rennen zu fahren. Ganz klar 2014, also die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi. Das sind so meine, ja, das ist das große Ziel. Also es ist einfach was ganz Besonderes. Man hat nur einmal alle 4 Jahre die Chance, dahin zu kommen. Und ja, also es ist einfach das Größte, was man erreichen kann, denke ich, als Sportler, als Aktiver. Also das ist einfach der Traum. Wir sind eher ein bisschen eine Randsportart in Österreich. Wir haben auch nicht diese finanziellen Mittel, wie das andere Sportarten haben. Wir müssen alles auf private Basis bringen, private Sponsoren. Es wäre sowieso auch ein Aufruf an alle, die uns in jeglicher Hinsicht da unterstützen wollen oder mit uns mitmachen wollen, nach Sochi zu kommen. Finanzieller Hinsicht, technischer Hinsicht, personeller Hinsicht. Herzlich willkommen, dass wir da top vorbereiten können für Sochi. The track is clear. The start is right.